Unterfranken ist einfach zum Genießen. Man muss nur wissen, wo. Von fast vergessenen Gerichten bis zum gepflegten Brauchtum. Mit Hock dich hi suchen wir die kulinarischen und kulturellen Zückerle unserer Heimat. Mit den Machern, die dahinter stehen. Ja, bei Hock dich hi wird es heute, man sieht es vielleicht auch schon im Hintergrund, musikalisch. Es geht nämlich um Volksmusik. Bei mir ist die Heidi. Heidi, schön, dass du uns eingeladen hast, ja, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass ihr da seid, Felix. Heidi, Volksmusik, was muss man sich darunter überhaupt vorstellen? Das ist ein ganz schwieriger Begriff. Viele ziehen den Kopf ein, vor allem die jungen Leute, wenn sie Volksmusik hören, weil das ist irgendwie so das, was die Oma macht. Altbackenes Zeug, ne? Altbacken, staubig, Verein. Dabei ist Volksmusik eigentlich das, was wir alle machen, wenn wir miteinander singen, wenn wir miteinander tanzen. Unser Fokus ist so auf der Musik der Zeit zwischen 1850 und 1930. Mhm. Da gibt es eine bestimmte Musikrichtung, um die kümmern wir uns, aber die lebt ja heute auch noch. Auf der Cover kommst du ohne die nicht aus. Natürlich, ja. Also genau, ihr seid der Forschungsstelle, ihr kümmert euch sozusagen um diesen Zeitraum. 1850 ist so dieser Zeitraum, wo es beginnt bei euch. Gab es Volksmusik auch schon früher? Wo kam die eigentlich her? Naja, so Leute feiern Festle. Mhm. Und zum Festfeiern gehört irgendwie eine Musik dazu. Mhm. Jetzt, wenn du nicht deine Musikbox hast, musst du das selber machen. Oder brauchst Leute, die das machen. Das heißt, es gibt schon ganz früh immer wieder. Oder wenn man die Volksmusik in die andere Richtung denkt, wo es um Religiöses, um Rituale geht, auch da ist immer Musik dabei gewesen. Mhm. Ganz bestimmte. Und die gibt es quasi schon ewig und nahezu in allen Kulturen. Aha. Aber irgendwann einmal lösen sich so die Vorschriften auf, wer darf wann, mit wem, wie lang, mit welchen Musikinstrumenten, wo Musik machen. Okay. Also war das früher echt geregelt? Oder? Das war im Mittelalter, war das ganz streng reglementiert, wie das ist. Und dann hast du aber natürlich auch angestellte Musikanten. In Offenheim, wenn man reinkommt, wenn ihr von Würzburg reinkommt, fahrt ihr durchs Stadttor durch den Turm. Mhm. Und da oben drin war der Türmer gesessen. Jetzt hat der ja Aufgaben gehabt, wie gucken, wer kommt, schnell auf- oder zumachen, brennt es irgendwo. Aber er hat auch Repräsentationsaufgaben übernommen und hat zum Beispiel, ob es für Offenheim zutrifft, weiß ich nicht, aber bei anderen ganz sicher, an bestimmten Tagen Choräle blasen müssen. Er hat für städtische Aufgaben Musikaufgaben übernehmen müssen. Und er hat natürlich auch das Recht gehabt, mit seinen Musikanten, die er ausgebildet hat, an Covern oder Hochzeiten oder sonst was zu spielen. Und dort raus, aus dieser Schiene beispielsweise, sind Musikkapellen entstanden. Ah, okay. Und Wandermusikanten hat es auch gegeben, die unterwegs waren und zur Cover gekommen sind und gewusst haben, da ist da Cover, da ist dort Cover. Die waren auch unterwegs. Um 1850 hat sich das schon alles sehr aufgelöst. Man braucht noch bis 1866 eine Konzession, um Musik machen zu dürfen. Da muss man auch vorspielen. Okay. Muss sagen, ich will in dem Landkreis oder in dem Amtsgerichtsbezirk spielen. Mit der Besetzung. Aha. Da gibt es historische Unterlagen dazu. Und dann wird das alles frei und hast viele Militärmusiker. Die dann auch wieder haben gekommen vom Militär, noch viel mehr gelernt haben als das, was sie eh schon kennt haben und ihre Kapelle anleiten und dann machen die Musik, die du brauchst, für dein Fest. 150 Jahre ist das jetzt her, was du jetzt so grob gesagt hast, wo die Musik dann aufblühen konnte, man hat jetzt nicht mehr diese Erlaubnis gebraucht. Wie hat sich das dann im Lauf der Zeit noch entwickelt? Ich meine, du hast ja schon angesprochen, die Volksmusik, die ist immer noch in Bewegung. Na klar. Also der Musikant, der von, sagen wir mal, Bad Kissingen nach Würzburg zum Militär gemusst hat, oder wo auch immer hin, der hat ja auch neue Noten mitgekriegt, der hat neue Stückler mitgekriegt, der hat neue Moden auch mitgekriegt. Das ändert sich ja. Also wenn ich zu dir halt sage,
ein Schottisch Spinner, dann weißt du vielleicht jetzt nicht unbedingt genau, was das gemeint ist. Das wüsste ich, ne? Jetzt tatsächlich nicht. Ja, aber so diese Tanzmoden ändern sich dann. Ja, und du hast ja auch immer ein Publikum auf den Festen, die gemischt sind. Hm. Da ist von der Oma bis zum Enkel ist alles da. Und weil die alle miteinander feiern, brauchst du Musikanten, die sowohl das Alte als auch das Moderne spielen können. Hm. Weil auf einer Hochzeit zwar Bands, leistet sich kein Nein, Mensch. Ah, halt nicht, ne? Und die spielen ja halt auch mal die alten Schlager, dann spielen sie was ganz Modernes. Und das hat sich in der Gebrauchsmusik, darum sagen wir auch Gebrauchsmusik dazu, mhm. weil man die Musik halt braucht für bestimmte Dinge. Ja. Das hat sich immer wieder verändert. Natürlich bleiben Melodien gleich oder werden nur ganz leicht verändert, aber das Instrumentarium ändert sich. 1850 hat noch keiner mehr Harmonika gespielt mit dem Akkordeon. Und dann ist es einfach so über die Zeit neu arrangiert worden, verschiedene Instrumente, vielleicht kommen mal neue Strophe dazu, ein bisschen genau, Textpassage so verändert. Also wir reden da jetzt sehr ganz im Groben, ne? Mhm. Aber so ungefähr kann man sich das ich vorstellen. Und wenn ich 7-Mann-Blaskapellen bezahlen muss, ja. weil ich habe 1, 2 Melodieinstrumente, ich habe 3 Begleiter, die den Rhythmus machen und ich habe ein Bassinstrument, jetzt kann ich aber die 3 Begleiter und den Bass durch ein Akkordeon ersetzen beispielsweise. Ja. Das war für mich billiger, ne? Das ist natürlich wichtig. Ja, Wahnsinn. Und jetzt hast du auch gemeint, zum Beispiel, jemand kommt von Bad Kissingen nach Würzburg umgekehrt. Die Musik macht ja nicht vor Grenzen halt. Jetzt ist es ja trotzdem so, ihr seid jetzt Forschungsstelle für fränkische Volksmusik Ober-, Mittel- und Unterfranken. Gibt es denn trotzdem zwischen den 3 Regierungsbezirken irgendwo Punkte, wo man sagen können, das ist für den einen typisch, das vielleicht für den anderen? Oder ist das einfach so fließend? Vieles ist fließend. Aber was man jetzt zum Beispiel feststellen kann, ist, Kerber wird in weiten Bereichen von Unterfranken ganz anders gefeiert als in Mittelfranken beispielsweise. Also diese Plankerber, wofür Senfeld, Goxheim, die Ecke da drüben, diese Reichsdörfer berühmt sind, sowas in der Art gibt es in Mittelfranken nicht. Aha. Die einen singen mehr Vierzeiler, die anderen haben besondere Tanzformen. Also ich würde es nicht sagen, dass es sich an den Regierungsbezirken scheidet, aber an den einzelnen Ortschaften kann man oft schon ganz viel ausmachen. Okay, also muss man gar nicht so weit gehen auf Regierungsbezirke, sondern es gibt vielleicht teilweise irgendwo in Flecken ein kleines gallisches Dorf, sag ich mal, wo sich was anderes entwickelt hat. Sozusagen. Genau, ja. Okay. Ja. Ja, spannend. Du hast in Unterfranken hast du ganz lang Blasmusiken, die mit C-Instrumenten spielen. Mhm. Während alle anderen schon längst auf die B-Klarinetten umgestiegen sind, die viel moderner sind, genau, haben die in gerade so in der Rhön oben noch ganz lang diese alten C-Instrumente gespielt. Aha, warum das so ist, kann man nicht sagen. Na, vielleicht haben sie keinen Bock gehabt, sich neue zu kaufen. Vielleicht haben sie gesagt, die Gaudi mache ich nicht mit, weil vielleicht die Griffe auch anders sind. Da ist ja so ein Punkt, wo Traditionen sich vielleicht einmal abbricht, weil die Alten sagen, das geht mir zu weit, das mache ich nicht mehr. Mhm. Die Jungen wollen aber unbedingt, dann hast du irgendwann mal 2 Gruppierungen. Das sich dann so aufspaltet. Mhm. Du hast aber auch Übergänge, wo die Jungen sagen können, komm, wir brauchen jetzt ein Keyboard unbedingt dabei. Und die Alten sagen, geht in Ordnung, macht mal, ich mach meins, ich komme da schon damit klar. Ne? Ja, jetzt sind wir schon wahnsinnig tief drin, sag ich mal, im sozialen Aspekt. Weil Musik ist ja nicht nur Musik, das hört man halt immer gern, dass es so eine Stimmung ist, sondern Musik hat ja wirklich diesen Faktor, bringt Menschen zusammen. Kann man das so sagen, ja. Cool. Wie ordnet ihr das hier so ein, gerade die Volksmusik, wie wirkt die sich auf Feste aus, wie wichtig ist diese Rolle der Musik? Die Musik allein für sich, ja, die kann ich mir in meinem stillen Kämmerlein anhören, aber diese ganzen sozialen, kulturellen Faktoren, die da mit reinspielen, diese Moden, was verändert sich, wo bin ich bereit, das mitzugehen oder was interessiert mich dann nimmer? Ich habe ja keinen Volksmusikanten, der in der Früh aufsteht und sagt, ich mache Volksmusik und sonst nichts. Die hören doch alle Radio. Mhm. Die sind im Posaunerchor. Die machen vielleicht auch Rockmusik oder Rap oder was der Geier was. Das ist ja keine einschichtige Sache. Es ist eine Musikgattung, die man für sich entdeckt hat. Es macht genauso Spaß, an Zwiefachen zu tanzen, wie vielleicht Rumba.
Und es ist auch nicht verboten. Ja, das ist natürlich ist, richtig. Ne? Ja. Also man soll ja immer das machen, was Spaß macht. Wir haben es ja jetzt eingangs ein bisschen drüber gehabt, dass man Volksmusik vielleicht eher denkt, die Jungen, altbackenes Zeug. Aber dass das so ein Punkt ist, wo man trotzdem sagt, die Volksmusik hat definitiv eine Zukunft, weil eben auch so viel mehr da nicht festgefahren ist in diesem Thema. Oder wie siehst du die Zukunft der Volksmusik? Wenn man sich nicht an der Definition aufhängt, sondern wirklich bei dieser Gebrauchsmusik bleibt und wenn sich's verändern darf, wenn es egal ist, ob die Madli zum Kerwerstanz im Dirndlkummer oder im Bleistiftkleid oder was auch immer oder auch in der Jeans, ja, wenn die Gemeinschaft das akzeptiert und zwar die Gemeinschaft, für die der Brauch jetzt gerade wichtig ist. Die drumherum haben immer was anderes zum Sagen, aber wenn an meiner Cover ich kummer darf, wie ich will und das ist in Ordnung und es ist nicht so wichtig, ob mein Walzerschritt hundertprozentig passt oder nicht, sondern ich bin als Covermadler da und tu dem Brauch Genüge, dann wird das weiterleben. Dann ist das wurscht, ob das Volksmusik, Gebrauchsmusik oder sonst wie heißt. Das hast du jetzt sehr schön gesagt, finde ich. Ja, und jetzt machen wir noch mal einen Sprung zurück zu euch, zu der Forschungsstelle. Das hast du schon, Forschungsstelle. Ihr beschäftigt euch ja wirklich damit. Und was ich ganz spannend finde, ihr versucht die Sachen zu digitalisieren momentan. Weil es ist ja klar, ihr beschäftigt euch 1850 bis 1930. Wie schaut da eure Arbeit hier eigentlich aus? Ja, also eine Frage, die umfangreiche Antworten eigentlich erfordert. Wir sammeln. Das heißt, wir haben Noten hier, wir haben Instrumente hier, wir haben Tonträger von Wachswalzen bis hin zu digitalen Aufnahmen hier. Wir haben Bücher, alles Mögliche und Bildmaterial. Wenn wir jetzt digitalisieren, eine Shellac-Platte kann nicht jeder daheim abspielen. Das ist ein Schallplattenformat, das gibt es nicht mehr, aber es gibt ganz viele davon und da höre ich halt wirklich, wie die vor 100 Jahren musiziert haben. Weil Shellac-Platte aufnehmen heißt, 5, 6, 7, 10 Mann hinsetzen, spielen. Und ja, dann wird das live aufgespielt. Wird live aufgespielt. Das heißt, du hast wirklich so das Gefühl, wie wenn die auf den Coverstunts gespielt hätten. Aha. Das sind spannende Dokumente. Die Musik ist schön, es gibt Stückler zu entdecken, es gibt Dinge zu entdecken, wo du sagst, ach Mensch, das machen wir ja heute auch noch. Das heißt, diese Schallplatten werden digitalisiert. Wir suchen alle Informationen dazu raus, die wir finden können. Wer war es? Was ist das für ein Stückler und so weiter? Und dann wird es in unsere Datenbank eingetragen. So machen wir es genauso mit Notenhandschriften, weil ich kann jetzt auch nicht jedem Menschen alle Notenhandschriften in die Hand drücken und nicht jeder kann zu uns kommen. Und momentan arbeiten wir an einem Projekt, das wir zum Ende des Jahres abschließen und dann werden 3000 Shellac-Titel und 150 Notenhandschriften frei zugänglich übers Internet sein, mit den Infos, die wir dazu haben. Jawohl, und dann kann sich das jeder runterladen, anhören, nachspielen. Du kannst dich daheim hinsetzen mit einer Trompeten und kannst ausprobieren, ob dir diese Noten gefallen, die der vor 100 Jahren in der Rhön gespielt hat. Es ist auf jeden Fall verdammt spannend und ich werde mich auf jeden Fall hinsetzen. Dann schnappen wir noch ein paar Leute und dann mache ich mal ein wenig Musik. Bevor aber ich das Spielen anfange, würde ich sagen, hören wir es uns erst schon mal an. Heidi, ich bedanke mich, dass wir hier sein durften. Zeitlich war es das jetzt auch schon wieder. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.